Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Degusta-Box aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Foodbox, die kostet 15,99 Euro pro Box und pro Monat. Ich habe einen Code, Claudi, damit kannst du 6 Euro auf deine erste Box sparen. Ich setze dir dazu den Link in die Infobox, darüber bekommst du auch den 6 Euro Rabatt. Und wir haben hier ja immer so um 10, ich glaube bis 15 Lebensmittel drin enthalten, die einen Warenwert haben, der immer höher ist als das, was man für die Box bezahlt. Also erfahrungsgemäß liegen wir da auch immer über 20 Euro. Wir haben hier auch Produkte drin enthalten, die so ganz neu sind, wo man vielleicht gar nicht so fokussiert im Supermarkt drauf zugehen würde, sondern ja, die einfach in der Masse vielleicht untergehen könnten, aber richtig geil sind. Also ich habe hier schon so viele coole Produkte drin finden dürfen und ich habe schon seit fast 6 Jahren diese Box monatlich mit euch zusammen ausgepackt. Es ist der Wahnsinn, also seit 5,5 auf jeden Fall. Und ich bekomme sie jetzt in Kooperation mittlerweile zugeschickt, um sie euch vorstellen zu dürfen. Vielen, vielen Dank an das großartige Degusta-Boxen-Team an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein, was uns im Februar erwarten wird. Also vielleicht alles etwas warmherziger wegen dem Valentinstag oder so. Mal gucken. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Puffer hier drin. Oha. Okay. Nom nom nom. Was ist das Motto? Film- und Couch-Momente. Ja, das ist natürlich sehr passend. Ich sehe hier auch beim ersten Überfliegen allerhand Leckereien im Snack-Bereich. Dann haben wir hier auch ein bisschen Rabatt auf die Degusta-Box Cold. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Das ist die gekühlte Variante von der Degusta-Box. Auch sehr, 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 sehr empfehlenswert. Und ja, hier schauen uns schon direkt ein paar richtig coole Produkte an. Da habe ich zum Beispiel hier, ich glaube, die hatte ich schon mal von Snetz, Green Pea Piselli, Mediterranean Style. Also das ist quasi aus Erbsen. Und so schaut das dann quasi einmal aus. Das ist halt so eine ja, Chips-Tüte, wo wir dann auch Chips drin haben, die aber etwas dicker sind, weil aus Erbsen. Ne? Und das Ganze ist dann auch ein bisschen herzhafter, was ich persönlich abends auch mal ganz gerne mag, wenn ich dann auf der Couch liege. Und ja, finde ich gut. Das ist wohl ein neues Produkt mit Tomate, Zwiebel. Ganz interessant. Ne? Ohne Palmöl. Habe ich richtig Bock drauf. Oh, Alto Belli. Okay, das ist meins, ne? Alpia Salty Peanut Vollmilch mit bester Alpenmilch. Richtig geil. Alpia ist, glaube ich, auch so eine Marke, die finden wir bei uns im K&K, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Salty Peanut, also quasi mit salziger Erdnussbutter haben wir da was drin. Richtig, richtig lecker. Sowas mag ich gerne. Ob ich das in Kombination mit den Chips essen würde, weiß ich nicht, weil das doch sehr, sehr herzhaft dann ist. Und das hier schon ein bisschen abgefahrener, ne? Aber oh, richtig gut. Da, das ist also schon eine gute Geschichte. Hier ist ein bisschen Werbung für einen Energieriegel drin. Dann habe ich hier Trollis drin. Sour Strawberries. Ich glaube, da probieren wir gleich mal einen von. Trollis kenne ich auch noch. Ich weiß, ich kenne ja auch noch diese Burger, die man damals so kaufen konnte. Kann man die immer noch kaufen? Ich weiß es nicht. Quietschesüß, aber das ist für mich halt schon so ein Stück weit Kindheit. Und ja, saure Erdbeeren. Mal gucken. Ihr wollt doch immer, dass ich auch mal was probiere. Und ich glaube, das hier ist definitiv mal ein Probierhappen wert. Nicht von dir, kleiner Mann hier unten. Sammy sitzt hier nämlich schon und denkt sich, ach ja, ich nehme auch wohl mal was. Ist nicht für Hunde. Oh, hier kommt schon direkt der Trolli-Duft raus. Sehr, sehr intensiv. Mir läuft das Wasser schon so richtig, weil ich weiß, dass die sauer werden, ne? Kennt ihr das? Wenn ihr diesen Sauervermutungseffekt habt, wenn ihr zum Beispiel eine Zitrone so vor euch seht, aufgeschnitten, dann hat man doch auch, dass es einem so im Mund so ein bisschen zieht. Und das habe ich gerade tatsächlich. Probieren wir mal. Geht. Ist nicht super sauer, es ist einfach nur sauer. Ach krass, und die sind vegan. Laktosefrei, glutenfrei. Das ist ja richtig cool. Nicht zu sauer. Also die sind nicht so quietschesüß, aber die sind auch nicht so, dass quasi sich das gelohnt hätte, dass hier gerade vorher sich diese Spannung ergeben hätte. Dann habe ich was von Öltier hier drin und ich mag so gerne Erdnüsse.
Fusion Peanuts Love Curry Orient Style. Eine Proteinquelle, ja, das sind Erdnüsse. Aber dieses Orient Style ist, glaube ich, nicht unbedingt was für mich. Ich denke, das wird mit Kurkuma und so sein. Das ist dann nicht unbedingt meins. Aber da müsste ich mal meinen Schwiegerpapa in Spee fragen. Der steht nämlich auch total auf Erdnüsse. Vielleicht hat er darauf auch mal Bock. Mal gucken. Mit Currygeschmack, genau, das ist nichts für mich, aber für ihn sicherlich. Weil er zum Beispiel auch mega der Currywurst-Fan ist. Ich so gar nicht. Also, ne? Ja, muss ich ihn mal fragen, ob ihm das so gefällt. Dann habe ich hier, passend zu der Werbung, die wir hatten, Power X System. 26% Protein, Lower Carb Bar, Hazelnut Brownie. Das ist natürlich cool. Sowas mag ich ja richtig gerne. Nicht jeder mag die Konsistenz von diesen Proteinriegeln. Ich persönlich mag es einfach richtig gerne. Und ich glaube, das ist auch eine gute Geschichte für mal eben zwischendurch. Ihr hört es ja auch. Ich bin aktuell auch ein bisschen erkältet, Bronchitis und so weiter. Und da kann ich sowas ganz gut als Energiekick zwischendurch brauchen, dass wenn dann mein Zuckerlevel einfach ein bisschen runtergeht, dass ich das damit einfach ein bisschen hochhebe. Genau. Dann habe ich hier zwei Sachen von Loop mit am Start. Und zwar Mikado-Dinger. Oh, richtig geil, dass ich hier zwei drin habe. Haben alle... Achso, bei den Öltier hätte man übrigens auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben können. Und von den Mikados hat auch wohl jeder beide mit drin. Also man hat hier sowohl die Vollmilch, die dunkle Schokolade mit dabei, als auch die weiße Schokolade. Richtig geil. Also das hier sind dann wirklich welche für meinen Freund, das sind welche für mich. Da können wir sehr gerecht teilen. Ich liebe weiße Schokolade und ich weiß noch, als ich schwanger wurde und mir halt ständig schlecht war und so, da hat mein Freund mir auch tatsächlich Mikados gekauft. Das sollte ich dann zwischendurch einfach mal so ein bisschen snacken, zumal ich da ja dann auch mit Rauchen aufgehört hatte und das dann auch so ein bisschen Ersatz für die Finger und so ist. Vielleicht als kleiner Tipp am Rande für jemanden, der es gerade auch so gehen könnte. Nun, finde ich klasse. Ich mag auch gerne diese Mikado-Dinger. Die sind jetzt selber so von diesem Stäbchen an sich nicht so geschmacksintensiv oder so, ne? Aber so zum Snacken für zwischendurch finde ich die schön. Doch, das ist gut. Dann habe ich hier was drin. Die hatte ich schon mal und die fand ich so lecker. Von Brand Minis Vegan Hafer und Karamell. Genau, also ich mag ja gerne diese Haferdinger von Brand. Und wenn die dann noch mit Karamell überzogen sind, meine Güte, das ist so richtig Jackpot für mich. Das ist schon geil. Das ist schon, also schon eine sehr, 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 sehr geile Box bislang. Wir sind hier sehr snacklastig unterwegs bislang, was ich gut finde, weil das voll meins ist. Dann habe ich hier noch ein bisschen was zu trinken. Rebirth, Start New, Supreme Organic Drink, Ingwer Minze. Ach, du ahnst es nicht. Bio-Kohlensäurehaltiges, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, Frucht- und Gemüsesäften. Ja, okay. Ach, krass. Hier hast du drin Wasser, Bio-Rübenzucker, Bio-Granatapfel, Bio-Artischockensaft, Bio-Rote-Rüben. Da ist hier so richtig krasses Zeugs drin. Was noch? Pfefferminzkrautextrakt und hier Kohlendioxidsäurungsmittel, Zitronensäure, Bio-Ingwer-Extrakt und Bio-Guarana-Extrakt. Also das hört sich nach etwas an, was mich jetzt ja wirklich zu neuen Formen aufrufen könnte. Das heißt, das muss... Upsala. Muss ich jetzt mal probieren. Puff. Okay. Es riecht wirklich sehr gesund, ne? Ich bin gespannt. Prost an dieser Stelle. Sauer. Sehr sauer. Okay. Hat was von Medizin, Leute. Vor allem, wenn man das so durch die Nase ausatmet, das macht die Nase schon frei, ja. Man soll ja auch mehr trinken, wenn man erkältet ist, ne? Wow. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist hier so schön eingepackt. Und zwar ist es von Somersby. Orange oder Orange Spritz. Semi-Sweet Cedar. Und ja, das ist ein alkoholhaltiges Getränk, was ich jetzt nicht probieren werde. Genau, aber jetzt so in den Frühling passen kann, der hoffentlich bald kommt. Und das muss man eigentlich schon gekühlt trinken. Ja, Cedar ist, glaube ich, relativ bitter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr ad hoc. Ich habe schon ewig keinen Cedar mehr getrunken. Ja, man hat hier immer so ein alkoholisches Getränk mit dabei. Ist jetzt nicht so ganz meine Welt. Dann habe ich von Natuco etwas hier mit drin. Würzmix Chili con Carne. Ja, wenn es mal schnell gehen muss, ne? Das ist auch nicht verkehrt. Mit Hackfleisch kannst du es machen.
und Kidneybohnen. Und dann kann man sich einfach so eine kleine Chili con Carne-Geschichte machen. Ist nicht verkehrt. Ich persönlich mag es halt lieber, wenn wir halt wirklich schon so richtige Fertiggeschichten hier drin haben, die man dann auch wirklich mal eben schnell snacken könnte. Wie das hier dann wahrscheinlich. Kaiserschmarrn mit Rosinen. Süße Mahlzeit von Dr. Oetker. Da geht mein Herz auf, ne? Milch und Ei zugeben. Ach, schade. Wir haben keine Eier. Sonst würde ich sagen, komm, wir machen das mal eben zu Hause. ja, ich mag richtig gerne Kaiserschmarrn. Das, oh, mit Apfelmus, Leute. Das ist so Soulfood für mich, ne? Ja, ich glaube, das muss ich dann die nächsten Tage mal machen. Habe ich richtig Bock drauf. Aber da muss Ei mit dabei. Okay. Ja, muss ich noch ein Ei organisieren. Ich glaube, ich, ja. Ja, mal gucken. Aber ich habe da Bock drauf. Man muss es aber mit Ei machen. Okay, dann habe ich hier noch ein Getränk am Start. Und zwar Köstritzer Kirsche, saftiger Schwarzbiermix. Das ist was für meine Schwiegermama in Spee. Ja, die mag nämlich gerne so Dunkelbier. Für mich ist es nicht unbedingt was. Ist nämlich sehr, sehr herb, sehr, sehr vollmundig, sagt man ja auch so schön. Und das wäre es gewesen, ne? Genau. Dieses Mal haben wir auch gar nicht so super krass irgendwelche Alternativen. Ein Überraschungsprodukt wäre hier in der Box gewesen. Welches ist das denn bei mir gewesen? Ach, direkt das erste, was ich euch gezeigt habe, die Chips. Okay, da hätte man auch andere Sachen drin haben können. Ich finde es gar nicht so verkehrt, dass die Gusterbox es jetzt auch so gemacht hat, dass die das öfters auch mal mit dabei haben, ne? Dass du dann quasi ein Produkt hast, was variabel ist. Finde ich vollkommen in Ordnung, wenn man vielleicht nicht ausreichend von einem einzelnen Produkt hat, dass man da einfach sagt, okay, entweder kriegst du dies, das oder Ananas, ne? Eine Ananas hier drin wäre auch mal ganz witzig. Ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal die Box gewesen. Wenn man bedenkt, 15,99 € hätte man dafür bezahlt, finde ich das vollkommen legitim. Und wir haben hier, glaube ich, auch einen echt guten Warenwert. Wir haben hier Snacks mit dabei, wir haben ein bisschen was, was auch an Mittagessen erinnert. Wir haben etwas, was an einen gemütlichen Abend erinnert. Ja, genau, Film- und Couch-Momente hat man damit auf jeden Fall auch. Auch wenn man mal eben schnell so ein Chili con Carne macht, was man dann auch eben vor dem Filmeabend sich reingönnen kann. Reingönnen vor allem. Doch, ich finde, die ist ganz gut gestaltet, ne? Was meint ihr? Schreibt gerne mal eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Da können wir uns gerne auch austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.